Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir werfen heute einen Blick auf den Franzosen mit den großen Eiern, Vauban. Vauban ist ein Warframe im Stil eines Ingenieurs. Er hält zwar nicht viel aus, eignet sich aber hervorragend zur Massenkontrolle. Die Frage ist, was kann Vauban noch? Vaubans Blaupause erhaltet ihr im Markt für 35.000 Credits, während seine Teile ausschließlich über Alarmierungen erhältlich sind. Wenn ihr einfach immer zur falschen Zeit am falschen Ort seid, könnt ihr Vauban auch samt Slot und Reaktor für 300 Platin im Markt bekommen. Vaubans erste Fähigkeit, Tesla, wirft eine Granate, die periodisch Elektroschocks verteilt. Seine zweite Fähigkeit, Abpraller, erzeugt ein Sprungbrett, das Feinde zurückschleudert und von euch und Verbündeten zur Fortbewegung genutzt werden kann. Seine dritte Fähigkeit, Bastille, erzeugt ein Stasefeld, das eine begrenzte Anzahl an Feinden festhält. Vaubans vierte Fähigkeit, Vortex, erzeugt ein Magnetfeld, das Beute sowie Feinde anzieht und bewegungsunfähig macht. Mein Bild besteht aus Kontinuität, Umlenkung, engstirnig, abstoßender Bastille, Stromlinie, Vitalität, Ausdehnung, überdehnt und listiger trifft. Dadurch habt ihr eine hohe Reichweite und Kraftdauer, während abstoßende Bastille euch von Kraftstärke weitgehend unabhängig macht. Wenn ihr abstoßende Bastille nicht besitzt, könnt ihr stattdessen flüchtige Stärke benutzen. Vauban ist sehr situationsabhängig und findet vor allem in Missionen gegen die Infested Verwendung. Ein gut gespielter Vauban kann auch andere schwierige Missionen sehr erleichtern, aber nichtsdestotrotz braucht er einige Veränderungen. Tesla ist viel zu schwach und Abpraller spätestens seit Parkour 2.0 zu 99% überflüssig. Dennoch ist Vauban einer der Warframes, den jeder Spieler in seinem Arsenal haben sollte. Los, Pikachu!